Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich Buchweizen im Backofen wie ein Auflauf mit Gemüse, mit bisschen Geflügelfleisch. Dazu kommt bei mir heute Salat, angelegter Salat, Sellerie, Möhren aus dem Glas, was wir mal im Herbst selber gemacht haben. Und so sieht mein Mittagessen heute aus. Wirklich so lecker, so duftend, mit schönem Käse überbacken und schaute. Richtig schön. Und wenn ihr wollt es wissen, wie ich habe heute mein Mittagessen zubereitet habe, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Folgende Zutaten habe ich heute für unser Mittagessen vorbereitet. Ich werde heute mit dem Hähnchenbrustfilet kochen. Zwei Stück habe ich genommen, ungefähr so 400 Gramm. Dann habe ich noch ein bisschen mehr von Porree, angefrorene Porree, ein bisschen Wasser rausgenommen. Dann anbraten werde ich auf den Butterschmalz, kann man auch nur Öl nehmen. Kochen wir heute mit Buchweizen und Buchweizen nehme ich am besten diese geröstete. Und das ist, liebe Freunde, was ich euch immer im Video zeige, es ist keine Werbung. Ich möchte gerne nur, dass ihr es einfach schneller findig würdet, das Richtige kauft. Ihr müsst unbedingt achten, dass steht Buchweizen geröstet. Ob es wird in so eine Dose verkauft oder einfach so wie Reis in einem Beutel. Er musste nur darauf achten, dass er so braun ist, weil für so eine Gerichte diese grüne Buchweizen passt er nicht, weil er dann wird auseinanderfallen und habt ihr so wie ein Grießbrei. Oder musst ihr den dann selber rösten, was auch nicht bei jedem klappt. Auf jeden Fall, er muss dann so eine harte Schale drumherum bekommen. Am einfachsten, einfach das zu kaufen oder in russische Laden oder türkische Laden. Aber es gibt auch in solche großen Laden wie Kaufland, Edeka und so weiter, wo diese osteuropäische Regale sind. Da findet ihr auch Buchweizen. So, und von den Gemüse könnt ihr natürlich nach eurer Art und eurem Lieblingsgemüse nehmen. Ich habe mir vorbereitet ein Zwiebel, hier ein paar kleine Möhrchen, zwei Knoblauchzehen. Ich habe die aufgeschnitten und diese Mitte rausgenommen, da wo das wird das Keimen. Das ist am meisten dieses bitteres Geschmack. Eine Paprikaschote und ein bisschen Käse dann zum Schluss. Was werden wir jetzt machen? Wir werden jetzt Buchweizen richtig auswaschen, zwei, dreimal mit kaltem Wasser und gebe die in eine Auflaufform. Auflaufform besser mit dem Deckel haben oder dann muss man mit der Alufolie zudecken, dass es nicht so schnell verdampft. Gemüse und Fleisch werden wir noch erst extra anbraten. Was wir noch dazu brauchen, kann man natürlich Wasser nehmen und ein bisschen Gemüsepulver dazu geben und als Gemüsebrühe nehmen. Aber wenn ihr so wie Brühe selber kocht, ein oder Fleischbrühe oder Gemüsebrühe, könnt ihr die nehmen. In meinem Fall ist Fleischbrühe, die war angefroren, habe ich mir aufgetaut und werde die verwenden. Als erstes machen wir jetzt unsere Buchweizen fertig. Abwaschen und in eine Auflaufform gleich reingeben. Den Backofen kann man auch schon anmachen für 200 Grad zum Vorheizen. So, nach dem Abwaschen geben wir jetzt unsere Buchweizen rein. Und liebe Freunde, alle Zutaten, was ich heute nehme, schreibe ich unten in die Beschreibung. Ihr müsst nun natürlich anpassen für Ihre Familie. Für wie viele Personen kocht ihr? Einfach dünn verteilen und stellen wir an die Seite. Das nächste werden wir einfach unsere alle Gemüse klein schneiden oder reiben, wie es ihr wollt. Thank you.
Gemüse haben wir jetzt klein geschnitten und jetzt schneiden wir noch auch Fleisch. Einfach in so eine mundgerechte Stücke. Fleisch habe ich kalt abgespült und abgetrocknet. So, wir haben jetzt alles vorbereitet und jetzt können wir ans Herd gehen und erstmal ein bisschen Gemüse anbraten, weil dann schmeckt der ganze Auflauf auch ganz anders, wenn man diese Rostaroma bekommt. Als erstes geben wir in die Pfanne, in meinem Fall habe ich jetzt Butterschmalz, sonst kann man auch Öl nehmen. Und lassen wir erstmal schmelzen. So, den Butter ist geschmolzen, geben wir jetzt Zwiebel rein und braten wir ihn kurz an. Nicht zu schwarz machen, nur dass er richtig so schön riecht. So, danach können wir schon Knoblauch dazu geben. So, den Zwiebel fängt schon richtig gut riechen. Mache ich ihn in den Mitte rein und gebe erstmal Fleisch rein. Mit dem Fleisch werde ich erstmal nur kurz so scharf oder besser zu sagen, dass er von allen Seiten wird angebraten. So leicht angebraten. Mein Herz steht auf volle Hitze, dass es alles schneller geht und nicht zu viel Feuchtigkeit bildet. So, nach ein paar Minuten können wir schon umdrehen. Und wir sollen den Fleisch so anbraten, dass er von alle Seiten so weiß oder sogar etwas so goldene Farbe annimmt. So, ungefähr habe ich jetzt 4-5 Minuten gebraten. Und jetzt gebe ich gerne noch auch dazu Hähnchengewürz. Noch kurz umrühren und dann können wir schon den Fleisch rausnehmen und gleich in unsere Auflaufform reingeben. Auf den Buchweizen. So, das reicht schon. Verteilen wir auf unserer Buchweizen. Geben wir in die Pfanne wirklich vielleicht nur ein Esslöffel Öl oder noch ganz bisschen Butterschmalz, dass wir besser Gemüse anbraten können. Und gebe erstmal die Möhren rein. Die Möhre werde ich gleich würzen mit Salz, dass die Gemüse schneller Wasser lassen und werden schnell angebraten. Und brate so ungefähr auch wieder so 2 Minuten. Das reicht dann schon und können wir dann die restliche Gemüse dazu geben. Nach 2 Minuten geben wir die restliche Gemüse rein und werden wir die auch ungefähr so 2-3 Minuten noch schmoren und dann können wir schon alles in Auflaufform geben. Gleich auch anwürzen mit Salz, Pfeffer, bisschen Paprika edel süß und ich gebe gerne noch einen Teelöffel Gemüsebrühe dazu. Hat auch alle Gewürze. So, kurz anschmoren und über unsere Auflauf geben. So, gebe ich noch ein bisschen Kräuter, in meinem Fall jetzt Dill, und dann kann ich schon alles in meine Auflaufform dazugeben. Wir müssen unsere Gemüse nicht richtig gar kochen. Es wird noch im Backofen fertig gekocht. Das sieht herrlich aus. Und jetzt geben wir oben drauf Brühe. In meinem Fall Fleischbrühe. Und unbedingt abschmecken die Brühe, dass da genug Salz ist. Es nimmt doppelte Menge, was ihr von Buchweizen genommen habt. Und jetzt geben wir erstmal Deckel drauf, dass uns die ganze Flüssigkeit nicht schnell verdampft wird. Oder macht ihr dann mit den Alufolie. So nach 20-30 Minuten müssen wir schon schauen, ob das Buchweizen gar ist. Bis das unser Auflauf im Backofen ist, habe ich auch schon Käse gerieben und dazu
kann man auch servieren. Macht man einen grünen Salat oder Kohlsalat kann man auch. Ich glaube, das ist jetzt das billigste Gemüse zurzeit. Das mal den Kohlsalat kann man machen. Oder er macht eure Gläschen auf. Ich habe zum Beispiel mir jetzt aus dem Keller geholt meinen Sellerie-Möhrensalat und den werde ich dazu servieren. Einfach aus dem Glas rausnehmen. Kann man im Prinzip geben oder macht man so, weil er dann schön saftig ist. Dazu kann man ein bisschen auch Kräuter geben. Ich habe noch hier Reste von dem Dill, werden hier auch reingenommen. Oder schneidet mal ein bisschen von den Zwiebeln, frische Zwiebel dazu. Das ist auch gut. Und außerdem jetzt für Winter sogar gesund Zwiebel essen. Bisschen Öl drüber tröpfeln und es ist fertig, unser Salat zu diesem Auflauf. Schmeckt gut, aus eigenem Garten, wissen wir, was dein Gläschen ist. Und wirklich bei so einen Preisen für die Gemüse, dann freut man sich, wenn mal was im Sommer was angelegt oder angekocht. Schmeckt sehr gut. Richtig lecker. So, ich habe jetzt 30 Minuten gelassen im Backofen mit dem Deckel. Und jetzt probieren wir nach unserer Buchweizen, weil ich möchte auch nicht, dass er zu doll verkocht wird. Er ist fast fertig, er hat schon keinen harten Kern, aber so ein bisschen so fest. Und jetzt können wir Käse drüber streuen. Und nochmal in den Backofen einfach so ungefähr vielleicht circa 10 Minuten überbacken, dass die Käse schmilzt und dann können wir schon servieren. So, stelle jetzt bei der gleichen Temperatur 200 Grad und ich habe Umluft genommen. So, habe ich jetzt noch 10 Minuten gemacht. Insgesamt, mein Essen war 40 Minuten in dem Backofen. Und so sieht er aus. Oh, duftet sehr schön. So, und jetzt können wir auch schon servieren. Nehmen wir uns ein Stückchen raus. Dazu noch unseren Sellerie-Möhrensalat. Und ganz ehrlich, ich freue mich schon, an den Tisch zu gehen und das zu speisen. Schaut, wie lecker sieht das aus. Richtig schön. Hier auch Fleisch und Gemüse und Buchweizen. Ganz, ganz lecker. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Und wenn ihr das probiert, dann würde ich mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!